Die Koalition, die in Deutschland regiert, eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP, hat sich überraschend beim lange umstrittenen Heizungsgesetz auf einen Kompromiss geeinigt. In letzter Minute sozusagen. Kanzler Scholz hatte sich zuvor in die Gespräche eingeschaltet und damit ein Scheitern möglicherweise abgewendet. Das Gesetz zum Tausch von Heizungen kann auch in dieser Woche im Bundestag beraten werden. Damit hält die Koalitionsregierung ihr Versprechen ein, den Entwurf noch vor der parlamentarischen Sommerpause einzubringen. Schon Anfang des kommenden Jahres soll das Gebäudeenergiegesetz, wie es offiziell heißt, in Kraft treten. Und das sieht vor, dass neue Heizungen ab 2028 statt wie geplant 2024 klimaschonend betrieben werden müssen. Sprechen wir über all das, vor allen Dingen über die politischen Zusammenhänge mit unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio Benjamin Alvarez-Gruber. Benjamin, diesen offenen Streit, den haben schon viele als recht nervig empfunden zuletzt. Liberale und Grüne haben sich wöchentlich vorgeführt. Jetzt die Krisensitzung und der Kompromiss. Was war das Entscheidende für diese Einigung? Über den entscheidenden Faktor für diese Einigung kann nur spekuliert werden, aber dass diese Gespräche schon zur Chefsache erklärt wurden, zeigt ja schon, wie verhärtet die Fronten zwischen diesen drei Parteien waren. Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck haben sich ja persönlich in diese Gespräche auch eingeschaltet. Was wir heute auch gehört haben, bei einer Pressekonferenz der drei Fraktionschefs ist, dass der Bundeskanzler auch das Interesse geäußert hat, dass die Koalition insgesamt diese Handlungsfähigkeit zeigt, die auch von vielen, auch von der Opposition immer wieder kritisiert worden ist. Und das hat der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich dann auch gesagt, als er vor die Kameras getreten ist mit den beiden anderen Fraktionschefs und diese sogenannten Leitplanken, also die wesentlichen Änderungen, vorgestellt hat. Also vielleicht mal nicht jede einzelne Änderung beschreiben jetzt. Das ist eher fürs Inland interessant. Aber wer hat sich denn inhaltlich grob gesprochen durchgesetzt? Das ist die große Frage und da müssen wir, glaube ich, auch zurückschauen, wie überhaupt diese Gespräche stattgefunden haben. Es war schon sehr bemerkenswert, dass der Finanzminister von der FDP an dem Tag, an dem das Bundeskabinett den Entwurf schon beschlossen hatte, schon von notwendigen Änderungen im parlamentarischen Verfahren gesprochen hat. Die FDP, die kleinste der drei Ampelparteien, hat hier im Bundestag sehr, sehr viele Fragen auch immer wieder eingereicht. Ist damit auch direkt auf Konfrontationskurs gegangen mit den verschiedenen Ampelpartnern. Und dass dieses Gesetz nicht schon lange im Bundestag diskutiert worden ist, kann auch darauf, auf diese Haltung zurückgesetzt werden. Und dadurch ist die heutige Einigung, kann man die auch sehr klar als eine Durchsetzung der FDP gegenüber der SPD und auf jeden Fall auch gegenüber der Grünen sehen. Ich danke für die schnellen Einschätzungen, Benjamin Alvarez-Gruber aus unserem Hauptstadtstudio.